funktionieren. Jetzt ist kein Delay drin. Ah, so. Nur der kleine Delay. Okay. Dann einen wunderschönen guten Morgen. Zu Lukas überstrecken. Verlassen! Du bist wach! Sehr schön. Oh, ich bin müde. Ich war gestern zu lang wach. Aber keine faulen Ausreden. Wir machen Sport. Und zwar, ich bin noch eine ganze Zeit am Überlegen. Oh, wie hast du geschlafen? Erzähl mal. Schön, dass du da bist. Oh, Gottchen. Oh. Okay. Ich habe ja immer schon mal das Gesicht gewaschen. So. Wo ist meine Sport-App da? Guten Morgen, Kuro. Bist du auch wach? Ist einfach. Oh mein Gott. Oh, 5 Leute. Du warst auch. Okay, wir waren gleich lange wach. Okay, ich gebe euch als erstes Glitzerstaub. Habt ihr trotzdem gut geschlafen, auch wenn es kurz war? Also ich habe ein bisschen. View. Ne, Moment. Wir sind bei 5, 15, 15. So, einmal 15 Glitzerstaub für euch. So, okay. Wir haben heute 27 Minuten erweiterten Fettabbau. Laut meiner App. Und dann eigentlich noch 7 Minuten Dehnung, aber das reicht mir, glaube ich, für heute dann. So, das sind 35 Übungen. Wir starten mit Armkreisen. Diesmal tagge ich direkt. Meine Fettbett ist gleich leer. Muss ich nach dem Sport direkt aufladen. Okay, zuerst die Arme kreisen. Das tut euren Rücken auch gut. Das ist doch schön. Es fühlt sich gerade so an, als wäre einfach 3 Uhr nachts und ich stehe auf, um Sport zu machen. Wow. So, dann als nächstes Schultern kreisen. Das könnt ihr sogar auch im Sitzen machen. Wassermarsch. Ich habe sogar extra Wasser vorbereitet. Ich genau wusste, dass du das tust. So. Nein, um Gottes Willen, du musst mir. Oh Gott, danke, wie goldig. Das war einfach nur eine Frage, ob schon jemand wach ist. Und nicht, dass du wegen mir aufstehst. Boah, das tut gut, gell? Dieses Strecken in den Schultern, das knackt zwar überall. So, Arme aneinander. Und drehen. Sieht aus, als würde ich irgendjemand versuchen zu hypnotisieren, aber. Oh. Wie langsam die das macht. Ich mache das, glaube ich, viel koordinierter als ich. Und einen guten Morgen auch an die anderen Zuschauer, die ich noch nicht begrüßt habe bisher. So, jetzt ist die Frage, nehme ich das Turnschuhe? Ich glaube, ich nehme Turnschuhe. Ah, Schläppchen. Machen wir heute mal das feste Schuhwerk. So, jetzt machen wir eine Außen- und Innenrotation. Im Stehen. Wenn ich den Schuh ankriege. So. Mit den Beinen. Oh, da knackst auch alles. Schwer der Alt. Okay, Aufwärmung der Kniegelenke. Das heißt, heute wird wahrscheinlich wieder gesprungen. So, 20 Sekunden. Ich mach schon mal runter. Ai. Oh, wann habt ihr das letzte Mal Sport gemacht? Bei mir war es, ich glaube, ich zähle mal gestern Just Dance mit als Sport. So, gestern, sehr gut. Jetzt hüpfend abwechselnd in Vor- und Rückschritten. Dann machen wir das mal 30 Sekunden lang. Und los geht's. Soll ich euch was verraten? Mir ist jetzt schon warm. Ich muss das Fenster kippen. Okay, 30 Sekunden lang, Hampelmann. And here we go. Marek!
Oh, du machst Fitness mit Gewichten. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Oh, meine Waden, ich spüre sie. So, jetzt kommt Bergsteiger. Kennt der ein oder andere Bergsteiger? Mach ich diesmal direkt auf den Boden. Hält das so? Hopefully. Okay. 30 Sekunden. Oh, es hat schon angefangen. Ich bin zu spät, seht ihr? Ich weiß nicht, was seht ihr? Wahrscheinlich gerade hauptsächlich meine Ausscheiden, sorry. Noch 9 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Ich mache noch ein bisschen. Ich zu spät angefangen habe. So. Knie heben. So, wir rotaten wieder. Flexibel muss man ja sein. So. Upsala. Zwanzig Sekunden und los geht's. Okay, jetzt kommt fortgeschrittener, ich glaube fortgeschrittener Bergsteiger. Ihr habt Sportroutine, ich mache meine immer morgens. Okay. Fortgeschrittener Bergsteiger. Wir gehen wieder auf den Boden. 30 Sekunden lang. Und ich mute mich. Okay, man muss es wahrscheinlich eher so machen. I'm sorry. I breathe. Can you hear me? So. Das war's Handy. Okay, als nächstes schnelles Hüpfen. Was macht ihr denn so? Wie lang und wie viel? 30 Sekunden schnelles Hüpfen. Und los geht's in 3, 2, 1, here we go! So, einen wunderschönen guten Morgen. So, jetzt kommt als nächstes Frogger. Könnt ihr sich nicht mal entscheiden, ob von oben oder von hinten? Ich weiß nicht, was man jetzt sieht. Vielleicht gleich wieder hauptsächlich mein Arsch. Miau, miau, miau! So, nächste Übung ist fertig. Okay, ich spür schon. Ich komme langsam außer Atem. Als nächstes kommt Sprungkniehocke. So, und los geht's.
Hopefully not. I reckon no. That's a little bit too heavy. What is? Okay. Jetzt kommt Burpee für Anfänger. Headset richten. Okay, 3, 2, 1 und los. Okay, wir nehmen wieder eine Pause. Ich werde schon langsam rot. Sorry, dass ich euch so ins Ohr atme. Das war die erste Runde. Puls ist bei 127. 10 Minuten. 127, oh mein Gott. Yeah. Sometimes yes. But it fits already. It's okay. Es kommt gleich wieder Hampelmann. Train 2 seconds to rest. To take some breath. Ten seconds left to rest. Next is Hampelmann. I don't know how it's called. Crisscross Jack. Irgendwie. Ja. 30 Sekunden. Okay. Und los geht's in 3. Jacks. Irgendwas muss ich mit Jacks. Danke. Jumping Jacks. I hope I think something because I want this one is going away. So, okay, wieder Bergsteiger 30 Sekunden. So, Andy, ja, wir machen Morgensport. Als nächstes kommt Knieheben. Schön, dass du da bist. Du kannst doch, weil Sport ist ja eigentlich wirklich nur Fettverbrennung. Jetzt versuche ich ja auch ein bisschen Muskeln mit aufzubauen. Das mache ich beim Tanzen halt eher weniger. 20 Sekunden lang Knieheben. Are you ready? Here we go. So, ich hoffe übrigens. Au. Oh. Klingt das bald, wenn ich sage, du kannst dich danach auch massieren, aber am Rücken, hier ist alles so fest verspannt. Oh nein, es kommt eine Übung, die ich überhaupt nicht mag. Der Bergsteiger fortgeschritten. So, here we go.
Das halte ich keine 30 Sekunden lang durch, das mit diesem Springen. So, als nächstes. Das ist so absolut mein Hassding. 8 Sekunden lang schnelles Hüpfen, das kriegen wir hin. Es ist warm. Okay. Schnelles Hüpfen auf einem Fußbein. Ich hoffe, dass meine Nachbarin ihr Bett nicht unter dem Zimmer hier hat. Oh, der Frogger ist auch so eine Übung, den ich nicht mag. Ah. Wieder runter auf den Boden. Du kannst dich echt nicht entscheiden, eine Übung im Stehen, die nächste wieder unten auf dem Boden, gell? So. Yeah, but I don't have anyone to sleep on it. So, jetzt kommt Sprungkniebeuge. 12. And here we go. Oh. Okay. Jetzt haben wir als nächstes Burpee für Anfänger. Ah. Für Anfänger ist okay. So, liebe Leute. Noch 10 Minuten. Ich habe schon 88 Kilokalorien verbrannt. 124 ist mein Puls. Oh. Das ist eine App Keep von Google. Also, nicht von Google, sondern Keep. Also. Weißt du. Okay, here we go. Oh. Muss jetzt nicht unbedingt sein. 62 Sekunden Pause. Puls 153. Oh Leute. Ich setze mich jetzt auf den Boden. Oh, die hat's in sich. Die ist echt. Also ich muss da wirklich Fett verbrennen. Die Übung heißt auch Fettverbrennung für Fortgeschrittene. Ich hab grad... Oh, ich glaube, ich nehme gerade die Vogeldusche. Oh. Oh, yes. Oh. Oh, das ist gut. Oh. Ich nehme die Vogeldusche und mach mich sauber. Ich muss mich danach noch frisch machen und danach geht's direkt auf die Arbeit. So, okay. Hampelmann. Jumping Jacks. 30 Sekunden. So, jetzt geht's auch wieder. Okay. 3, 2, 1, here we go.
Also meine Motivation ist gerade tatsächlich nicht, dass ich im Sommer heiß aussehe, sondern ihr. Ihr seid meine Motivation, weil ihr hier seid. Deswegen streame ich, weil ihr meine Motivation seid. Alleine würde ich das wahrscheinlich heute gar nicht durchziehen. Beziehungsweise weil extra Leute aufgestanden sind, um mit mir jetzt Sport zu machen. Okay, jetzt kommt wieder Werkstatt. Die Heizung mag mich nicht. Ich bin gerade das zweite Mal hier stecken geblieben mit meinen Schuhen. Jetzt zieht mir meine Schuhe aus. Okay. Und als nächstes schnelles Hüpfen. Nee, Knie heben. 20 Sekunden. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ich schwitze so krass, weil ich habe mich abgesprüht, ne? Yes, I'm vegan over a year now. Das ist cool, ne? Screensaver 4K. Och nee, Leute, jetzt müssen wir wieder den fortgeschrittenen Bergsteiger machen. Ich guck mal, dass ich ihn jetzt gerade mal andersrum mache. Stuhl noch ein bisschen hinter. And here we go. Ich nehme das Handy mit runter. Und los geht's. Okay, ich glaube, das war sogar das letzte Mal für heute mit dieser Übung. Wir sind bei 27 von 35. Ich sprühe mich mal wieder ein. Oh, das wird gut. Oh, yes. Okay, jetzt kommt schnelles Hüpfen. Over a year. I think 1 year and 4 months. Oh, jetzt kommt gleich nochmal Frogger. If you take. Wait a minute. I pause the game. If you do. I think 3 times in a week without meat. It's good. You don't have to be vegan. You have to eat less meat. That's important. I think. Yeah. Or this. Better than nothing. I was a half year vegetarian, but then I saw a documentation about the eggs and yeah. So now I'm vegan. Because I'm lactose intolerant. I don't know what it's called in English. If you don't can drink milk without belly hurts. I hope you understand me. So Leute, 28 von 35, der Frogger, meine Hass. So, Headset schon mal nach oben und los geht's. 30 Sekunden.
Oh Gott, oh Gott. Hafermilch ist auch gut. Also, ich trinke auch nur Hafermilch, weil Sojamilch ist mir zu süß. Oh mein Gott, noch 10 Sprungkniebeuge. So, Leute. Endspurt. Woo. Oh mein Gott. Here we go. Jetzt will er noch mal Burpees für Anfänger. Ich dachte, es kommt gleich irgendwie Cooldown, Leute. Oh mein Gott. Oh, Scheiße, ey. Oh. Mein Puls bei 136. Okay, Burpees für Anfänger. Ist ja wenigstens für Anfänger. Hoffentlich kommt danach nicht noch mal irgendwie was. Ah, Laktose intolerant. Okay. That was too easy. Okay. Oh, ich habe mich vergessen zu muten. Leute, denen. Nein, 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 nein. Ich gehe danach arbeiten. Das ist mein Ernst. Ich mache nur Sport immer morgens, weil nach der Arbeit habe ich keine Motivation mehr. Und dann kommt eh Just Dance. Oh. Sorry, dass ich euch gerade so ins Ohr atme. Und dass ich zu spät ins Bett gegangen bin, das ist mein eigener Fehler. Ich versuche heute mal zeitig ins Bett zu gehen. Ich bin schon die ganze Woche über eine Stunde zu spät ins Bett gegangen. So. Beindehnung. Knie an Knie. Hüfte nicht zur Seite, nicht nach vorne oder nach hinten. Und los geht's. Ein Bein nehmt ihr. Und halte das nach oben. Ah, okay, Patterson. Danke, dass du da warst. Voll süß. Du, ich bin froh, wenn ich die Übungen habe. Du bist in Klamotten eingeschlafen, echt, das mag ich gar nicht. Also Sportkleidung bin ich auch schon mal eingeschlafen. Und nein, nicht als ich Arbeit hatte. Und selbst wenn, ich habe bis 9 Uhr Gleitzeit, ich habe tatsächlich einmal verschlafen. Aber da ging es mir halt echt schlecht, da bin ich auch um 6 aufgewacht, habe eine Sportübung gemacht und dann war mir so schlecht, dann bin ich wieder ins Bett. Dann kriege ich einen Anruf vom Kollegen, ja, wo ich denn bleiben würde. Und dann war halt gerade 9.15 Uhr oder so, oder 9.30 Uhr. Dann bin ich auf die Arbeit. Und dann bin ich aber auf der Arbeit umgekippt, weil es mir immer noch schlecht gegangen ist. Dann hat er mich nach Hause gebracht. Ich wohne zum Glück relativ nah an der Arbeit. Das ist nicht das Problem. Oh, ich liebe Dehnung, gell? Ich mag das, wenn ich spüre, wie sich der Körper so, wenn er so zieht, ne? Ready! So, 36, also 36 schaffe ich nicht mehr auf der Arbeit sein. Oh. Mache ich jetzt noch die Dehnung, oder? Ja, komm. Der ist wirklich, also, er reißt zwar sehr oft irgendwelche, ich sag mal, wir pausieren mal kurz. Ich mache jetzt noch die Dehnung, weil es gerade so gut getan hat und es zu wenig Dehnung war, das, was ich an Sport gemacht habe. Fokus! Nee, also der Kollege ist echt cool. Also wenn es drauf ankommt, ist er halt echt für mich da. Aber manchmal reißt er auch immer Witze, wo ich mir denke. Seriously. Oder verarscht mich gern. Ich bin halt mega leichtgläubig.
Und dann sagt er mir immer so Sachen und ich so, ernsthaft jetzt? Und wenn ich bei meinen anderen Arbeitskollegen anfange zu lachen, dann weiß ich, dass er mich schon wieder verarscht hat. Nee, also ich habe echt gute Kollegen, kann man echt sagen. Da bin ich echt froh drum. So, ich teile gerade mal, dass ich Sport gemacht habe, immer auf dem Discord. Damit die Leute sehen, ich mache auch wirklich Spaß und ich erzähle nicht nur. Beziehungsweise, die könnten ja reingucken, aber die meisten schlafen wahrscheinlich noch. Ups, nein, nicht in den Glitzernebel-Chat. Wo ist mein Pix? Wird es denn links hier? Ah. Okay, so. Übrigens, dann habe ich 3 Monate in Folge Sport durchgezogen. Wenn ich jetzt noch das habe, dann ist mein nächstes Sportprogramm fertig. Und ich hatte jetzt, glaube ich, Fitnessplan für Mittelstufler. So, jetzt Dehnung 7 Minuten lang. Dann fange ich heute wahrscheinlich um 7 an, aber... Okay, wir brauchen eine Wand, Leute. Keep. Das ist eine App in... Ihr müsst euch jetzt einen Türrahmen so halten. Ein Bein nach vorne und dann spürt ihr die Dehnung, hoffentlich. Das hatten wir schon mal, glaube ich, dieses Problem, dass ich keine Tür im Streambereich habe. Meine Vögelchen sind jetzt auch wach, beziehungsweise 3 sind noch voll verschlafen und 2 dabbeln schon auf dem Boden rum. Hi, Felix. Oh, wie süß. Felix ist gerade zu mir gekommen, um zu gucken, was ich da mache. Ne? Hast du geschlafen, mein Kleiner? Ich sehe gar nicht, war nur eine Übung. Ah, doch. So, ich bin gleich wieder bei euch. Ah, genau. Und das Gleiche macht er jetzt eben noch mit der anderen Seite. Ich lese gleich, was du geschrieben hast. Warte, jetzt brauche ich aber das Handy doch, sonst sehe ich dann schon, was vorbei ist. So. Sieht dann in etwa so aus. Wie macht ihr alles vor? Da sind sogar hübsche Sportmodels dabei. Gerade die für die Fortgeschritteneren. Die mit den schwarzen Haaren, die finde ich besonders schön. Da gibt es eine blonde, eine braunhaarige und eine schwarzhaarige. Ich bin gerade am überlegen, ob ich eigentlich auch Kerle habe oder ob ich nur Frauen habe, weil ich eingestellt habe, dass ich eine Frau bin. Und ich habe eine Nachricht bekommen. Falls du gerade zusiehst und mir die Nachricht geschrieben hast. Ah, jetzt habe ich die Asiatin. Die mit den schwarzen Haaren, die ist voll schön. So. Okay. Hoch. Und das da. Ja. Die kostet Geld. Also, ich habe halt alles freigeschaltet mit Coins. Also, ich habe kein Geld dafür bezahlt, noch nie. Ich habe aber über 1500 Coins. Aber ich arbeite halt auch schon seit fast gefühlt 2 Jahren mit der App. Mal mehr, mal weniger. Eine Zeit lang habe ich auch für dieses 90-Tage-Sit-Up-Challenge gemacht, um einen Bauch definiert zu bekommen. Hat übrigens nicht funktioniert, just saying. Trotz Low-Carb und so ein Kram. So, ihr nehmt ein Bein vor das andere und dann nehmt ihr auch den Arm, das wo das Bein von ist, nach oben. Zieht euch zur Seite, nicht nach vorne oder nach hinten neigen, nach oben und dann zur Seite. 30 Sekunden. Oh, das tut so gut gerade, Leute. Ah. Dehnung ist was Tolles, oder? Finde ich den nicht auch? Okay, das ging falsch. Sportdehnungen sind was Tolles. Nicht, dass es wieder einen Clip so ohne Kontext gibt. Noch 5 Sekunden. Das gleiche macht ihr jetzt auch für die andere Seite. Achso, Patterson. Ich weiß gar nicht, habe ich von sein Herzchen gegeben? So. Du gehst Brötchen holen. Oh. Dann wünsche ich dir gleich einen guten Appetit. Lass es dir schmecken. Bei mir gibt's Müsli. Und danke, dass du da warst und bis hoffentlich demnächst mal wieder. So, dynamische Dehnung der irgendwas. Geht mit einem Bein in die Knie und dann streckt ihr das andere Bein. Dann geht ihr von links nach rechts und berührt den Boden mit euren Fingern. So.
Ich frage mich gerade, warum die ganzen Leute auf Discord schreiben, sehen die nicht, dass ich gerade live bin. So. Okay, jetzt nochmal die Beine. Knie an Knie. Hüfte nicht zur Seite neigen, nicht nach vorne oder nach hinten. Beziehungsweise wenn eher nach vorne. So, die Hälfte habt ihr geschafft, noch 15 Sekunden. Oh mein Gott, bin ich erschrocken, war das laut. Fuck, dankeschön für den Follow. Bis hoffentlich bald. So, und jetzt die andere Seite. Vielleicht sehen wir uns ja in einem anderen Sportstream morgens. Maybe I'll look this evening after if I don't forget. Oliver! Danke für dein Follow und einen wunderschönen guten Morgen. Oh, ich sehe dir, ich halte gerade gar keinen. Ich halte mich nicht an meine eigenen Regeln. So. Jetzt kommt herabschauender Hund. Ein Dreieck mit eurem Körper. Versucht die Füße auf dem Boden zu lassen. Und dann. So, als nächstes kommt Cobra Dehnung. Arme auf den Boden. Die Hüfte nach unten und Oberkörper nach oben. Spürt die Dehnung in eurem Rücken, vor allen Dingen im Bauch. Das Ganze macht jetzt 30 Sekunden. Oh. So, die Hälfte habt ihr schon geschafft. Oliver, hast du gut geschlafen? So, und jetzt meine Lieblingsübung. Ihr setzt euch auf die Fersen und Oberkörper so weit wie möglich nach vorne. Du bist noch wach? Ah, okay. Oh, ich habe noch 5 Sekunden, ups. Oh. Bist du so ein Nachtmensch oder hast du einfach nur frei oder hast du Nachtschicht oder... Also du musst natürlich nicht sagen, nur wenn du magst. So Leute, auch das ist fertig. Thank you so much. And on Discord, on Just Dance, you've got a full list of Just Dance. Achso, du bist arbeitslos. Oh, das ist natürlich dann nicht so schön. Okay, Leute. 30 Minuten Sport. Morgensport. Oh. Okay, ich hab's Ziel erreicht. Ah, okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß. So, Leute. Ich muss mich jetzt fertig machen. Ich muss mich ein bisschen frisch machen. Und dann geht's auf die Arbeit. Ich weiß zwar noch nicht, was ich anziehe, aber... Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Oh, meine Fitbit lobt mich gerade. Ziel erreicht. Yay. 30 Minuten, 134 Durchschnittspuls. 166 maximal und 161 Kalorien verbrannt. So, danke. Ich werde heute wahrscheinlich nur eine Mappe für die Vorbereitung für morgen durchlesen. Das sind aber auch 162 Seiten. Mein Tagesgeschäft. Okay. Ich mache jetzt das Fenster wieder zu. Oh, hier draußen ist schon hell. Oh, wait a minute. Draußen ist gefroren. Ist bei euch auch draußen gefroren? Holy shit. Vielen, vielen lieben Dank fürs Motivieren, dass ihr dabei wart. Ihr seid cool. Wegen euch hatte ich mehr Motivation.
Wir sehen uns dann, ja, ich würde sagen, so um 16, 16.30 auf YouTube für Just Dance. Ihr dürft euch schon mal Songs raussuchen, wo ihr Bock habt. Und bis dahin, ihr seid wundervoll. Bye, bye. Bis demnächst.